Und in Burg Weinting steht beispielsweise das Thema Holz im Mittelpunkt dieser Begegnung. Der Kreuzwegzyklus, der hier ausgestellt wird, trägt den Titel 14 Stationen. Es ist eine Arbeit des Bildhauers Nikodemus Löffel. Das Kreuzwegthema ist hier in einer einerseits ganz unorthodoxen, auf der anderen Seite ganz natürlichen und bodennahen und existenziellen Weise ausgebreitet, weil das Holz als Werkstoff den Menschen vertraut ist. Jeder kann selber beobachten, dass ein alter Baum Geschichten erzählen kann. Die Oberfläche des Holzes ist gezeichnet. Da gibt es Verwundungen und Vernarbungen und Risse. Und diese Risse werden beim Kreuzwegzyklus sichtbar. Auch alte Bäume können Leidensgeschichten erzählen und Holzbildhauer Löffel hat dafür ein besonderes Gespür. Dieses Gespür ist authentisch und bewegt den Betrachter. Und das ist vielen Menschen einfach vertraut, beziehungsweise ist irgendwo unterbewusst da und wird auf diese Weise geweckt. Und solche tiefen Erlebnisse, dass Unterbewusstes plötzlich bewusst wird, das fasziniert die Menschen offenbar. Das ist, geht letztendlich zutiefst hinein, auch in religiöse Erfahrung, dass etwas, was unterschwellig da ist, plötzlich gegenständlich greifbar wird und unmittelbar empfindbar. Und das ist offenbar so ein direkter Weg der Wahrnehmung, dass das eine Intensität nach sich zieht, die die Leute fasziniert. Ein weiteres faszinierendes Objekt findet sich ein paar Kilometer weiter in der Barockkirche in Laberweinting. Es trägt den Titel Performance und ist ein Werk des Künstlers Toni Schmidt aus Weiden. Es ist ein Kopftuch, das als eine leere Hülle hier groß über dem Altarraum schwebt und ja, Fragen aufwirft, wo ist der zugehörige Kopf gewissermaßen. Es ist ja nur das Kopftuch und da kann der Besucher gewissermaßen gedanklich etwas hineinprojizieren, letztendlich sich selbst. Man kann unter diesen Baldachin hineingehen und versuchen, wie sich das anfühlt, wenn man gewissermaßen als Heiliger mit Kopftuch sich fühlt, ein riesiges Kopftuch. Und da passiert bei jedem irgendetwas. Das Projekt Dasein in Kunst und Kirche geht auch im Herbst weiter. Weitere Infos dazu gibt es im Internet unter bistumsmuseen-regensburg.de.